Fuße des Volkmarsberges, eingebettet im Kochertal, liegt die junge Stadt Oberkochen. 1939 zählte Oberkochen 2000 Einwohner. Außer landwirtschaftlichen Betrieben gab es seit 1855 das Handwerk der Bochermacher, gegründet durch Jakob Christoph Bäuerle. Um die Jahrhundertwende entstanden dann Fabriken für Holzbearbeitungswerkzeuge und Maschinen. Aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums der Firma Bäuerle wurde Fabrikant Albert Bäuerle 1955 erster Ehrenbürger Oberkochens. Durch die politischen Veränderungen in Deutschland nach 1945 verlegten die feinmechanisch-optischen Werke Carl Zeiss ihren Sitz nach Oberkochen und leiteten damit ein kometenhaftes Wachstum der Gemeinde ein. Wohnsiedlungen mit vielen Grünanlagen wurden gebaut. Moderne Volksschulen folgten. Das Progymnasium wurde Wirklichkeit. Sportstätten entstanden. Oberkochen weitete sich mehr und mehr aus. Banken und Sparkassen ließen sich nieder. Geschäfte, Gastwirtschaften und Cafés wurden eröffnet. Der wirtschaftliche Aufschwung der Gemeinde war deutlich spürbar. Heute leben in der Stadt 8600 Menschen, die das Schicksal aus vielen Teilen Deutschlands zusammengeführt hat und Oberkochen zur neuen Heimat werden ließ. Siedlungsform und die wirtschaftlichen Verhältnisse zeigten schon städtisches Gepräge. Doch das Herz der Stadt fehlte noch. So entstand am Eugen-Bolz-Platz das Gemeindezentrum mit Rathaus und Hotel am Rathaus. Die Voraussetzungen zur Stadterhebung waren damit geschaffen. Die Landesregierung verlieh der Gemeinde Oberkochen das Recht, vom 1. Juni 1968 an die Bezeichnung Stadt zu führen. Oberkochen ist damit die siebte Stadt im Landkreis Ahlen. Möge diese junge Stadt ihre Seele, ihr eigenes tiefes Wesen finden und keine zufällige Ansammlung von Steinen sein. Das geschichtliche Ereignis der Stadterhebung interessierte auch die Presse aus nah und fern. Unsere Kamera begleitet deshalb einen Reporter auf seinem Weg zum Rathaus. Im Gemeindearchiv hoffte er, wertvolles Material für eine Reportage zu finden.
die bereitwillig zur Einsicht gegebenen alten Aufnahmen von Oberkochen sowie die Gemeindechronik, die bis 1570 zurückreicht, geben sicher genügend Stoff für eine Reportage. Am anderen Tag verfolgt unsere Kamera den Reporter bei seiner Exkursion durch Alt-Oberkochen. Viel ist nicht mehr vorhanden. Die meisten Bauwerke stammen aus dem 19. Jahrhundert, denn die Zeit blieb nicht stehen. Der Zufall wollte es, dass unsere Kamera auch das ganz ohne zeremoniell stattfindende Auswechseln des Ortsschildes festhalten konnte. Freitag, 28. Juni 1968, 11 Uhr. Bürgermeister Bosch trifft mit einigen Stadträten am Zeiss-Hochhaus ein. In einem Festakt soll den Geschäftsleitern der Firma Carl Zeiss, Dr. Küppenbender und Dr. Kühn, der Ehrenbürgerbrief überreicht werden. Zu dieser Feier haben sich weitere leitende Herren der Carl Zeiss Stiftungsbetriebe und Schwesterfirmen eingefunden.
In seiner Ansprache bringt Bürgermeister Bosch zum Ausdruck, dass der Rat der jungen Stadt durch diesen Akt seine Verbundenheit mit der Firma Carl Zeiss bekunden wolle. Zeiss der Stadt Oberkochen für diese Auszeichnung. Um 17 Uhr des gleichen Tages. Zu einer öffentlichen Festsitzung im Sitzungssaal des Rathauses treffen sich der amtierende Gemeinderat, frühere Gemeinderäte, die leitenden Beamten und Angestellten sowie Oberregierungsdirektor Dr. Dehlinger vom Regierungspräsidium Nordwürttembergs. In seiner Begrüßungsansprache führt Bürgermeister Bosch aus, der Nachweis, dass Oberkochen städtisches Gepräge aufweise, sei leicht gefallen, denn Oberkochen ist eine Industriestadt ganz besonderer Prägung und Dichte. Der Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins, Kreisverordneter Reber, überreicht nur Bürgermeister Bosch die Amtskette, die vom örtlichen Handel und Handwerk, von Vertretern der freien Berufe und einigen auswärtigen Unternehmen gestiftet wurde. Als erster Träger der Amtskette dankt Bürgermeister Bosch im Namen der Stadt für das großartige Geschenk. Jetzt überreicht der Bürgermeister lang gedienten Gemeinderäten das Bundesverdienstkreuz. Herr Sebastian Fischer, Altgemeinderat. Herr Franz Balle, Stadtrat. Josef Marschalek, Stadtrat. Sonnabend, 29. Juni, 7 Uhr. Mit einer festlichen Morgenmusik wird die Bevölkerung geweckt. Der Musikverein Königsbronn unter Leitung von Kurt Lange spielt auf dem Obergeschoss des Zeiss-Hochhauses. Des Rathauses ertönen die Märsche des Musikvereins Oberkochen, geleitet von Erbin Köder.
strahlender Sonnenschein liegt über Oberkochen. In den Straßen ist Hochbetrieb. Mit Omnibussen kommen viele auswärtige Besucher, um mit der Oberkochener Bevölkerung den Hauptfestakt zu erleben. Die Stadt hat ihr schönstes Festkleid angelegt und festliche Stimmung ist überall spürbar, denn viele prominente Gäste werden erwartet. Auf dem Platz vor dem Rathaus drängen sich schon die Menschen. Nur die reservierten Plätze für die geladenen Gäste sind noch frei. Hier eine Gruppe leitender Herren der Carl Zeiss Werke. Schauspieler des Naturtheaters Heidenheim. Nun betritt Bürgermeister Bosch mit Innenminister Krause den Festplatz. Die geladenen Gäste haben inzwischen ihre Plätze eingenommen. Für gemischten Chor und Orchester unter Leitung von Josef Scheffold leitet den Festakt ein. Bürgermeister Bosch ruft allen, insbesondere den Ehrengästen im Namen der Bürgerschaft, ein herzliches Willkommen zu. Mit der Verleihung der Stadtrechte werde eine gewaltige Veränderung in der Geschichte dieses Ortes besiegelt und gekrönt. Innenminister Krause überbringt die Glückwünsche der Landesregierung und seine persönlichen Wünsche für eine weiterhin gedeihliche Entwicklung und für eine glückliche Zukunft der Stadt. Mit diesen Wünschen überreicht der Innenminister Bürgermeister Bosch den Stadtbrief. Bürgermeister Bosch dankt im Namen der Bürgerschaft für diese Glückwünsche. Die Stadt Oberkochen wolle, wie es ihr die Gemeindeordnung auftrage, ein gutes Glied des demokratischen Staates sein. Landrat Huber rief: So gratulieren wir der Stadt Oberkochen und wünschen ihr eine gute Zukunft in einem glücklichen Land, in einer friedlichen Welt. Bürgermeister Seger Reichenbach in Vertretung für den Württembergischen Gemeindetag wünscht der Stadt eine friedliche und glückliche Zukunft. Dr. Kühn überbringt die Glückwünsche der Industrie und der unterstreicht die gute Zusammenarbeit zwischen Bürgermeister, Gemeinderat und der Verwaltung der Firma Carl Zeiss. Als sichtbares Zeichen dieser Verbundenheit soll das Geschenk die künstlerisch gestaltete Sonnenuhr auf dem Rathausplatz sein. Thank you.
Zum Abschluss des Testaktes begeben sich die Ehrengäste durch den Haupteingang in die Rathaushalle zu einem Stehempfang. Die Ehrengäste tragen sich nun in das Goldene Buch der Stadt Oberkochen ein. Die Amtskette, wahrlich ein Prunkstück. Die festlich gedeckten Tafeln im Hotel am Rathaus. Angeregt sich unterhaltende Gruppen im Foyer des Rathauses. Sonntag, 30. Juni, 13 Uhr. Auf dem Platz vor den Zeiss-Werken und der Karl-Zeiss-Straße wird der Festzug der Schüler und Vereine Oberkochens zusammengestellt. Motto: Oberkochen, gestern, heute, morgen. Voller Erwartung sind die kleinsten Teilnehmer. Lehrer und Helfer haben alle Hände voll zu tun, um einen planmäßigen Ablauf zu garantieren. Rektor Hartmann mit zwei Lehrerinnen. Ein farbiges Bild präsentiert sich der Kamera. Ist es soweit? Die ersten Gruppen setzen sich in Bewegung. Erwartungsvolle Menschen säumen die Straßen. Aus der Treisenthalstraße kommend führt die Ellwanger Knabenkapelle den Festzug Oberkochen gestern an. Vom Kochen und die Burgfräulein. Mönche. Es kommt der Wagen der Landwirtschaft.
Forstwirtschaft. Das alte Handwerk der Töpfer, das jetzt ausgestorben ist. Die alte Post. Die Handbohrmacher. Unser Reporter, der den Zug fährt. Und die alte Feuerwehr, die den ersten Teil abschließt. Die Bergkapelle Wasseralfingen mit dem zweiten Teil Oberkochen heute. Das Kocherbähnle mit vielen Kindern und bunten Luftballons. Die Wandergruppe des Schwäbischen Albvereins. Neugierige Menschen an der Straße. Turngruppe der Schule unter Leitung von Rektor Hagmann. Die Optik, angeführt von Carl Zeiss. Der Gärtnereiwagen. Und Schülerinnen und Schüler mit Blumenbögen. Blumensträußen. Die Fahrradgruppe der Schule mit dem neuen Stadtwappen. Jetzt führt die Jugendkapelle Ahlen den Zug über Kochen morgen an. Der Gemeinderat der Zukunft. Ein utopisches Bild präsentiert sich unserer Kamera. Der Schulbus, so wie ihn sich die Jugend vorstellt. Eine Lernmaschine für diejenigen, die nicht so leicht mitkommen. Die Stadtkapelle der Zukunft. Die Babys wollen mitbestimmen. Die Hippies. Verwöhnte Jugend, die keinen Schritt mehr laufen will. Roboter. Die Turngruppe. Die Athleten, die 2 Tonnen stemmen. Eine Turnmaschine. Dann kommen die Letzten des Zuges.
Der letzte Misthaufen Oberkochens wird vorbeigeführt. Der Zug bewegt sich nun in Richtung Sportplatz, auf den die einzigen Festlichkeiten beginnen sollen. Karussells und Losbuden, viel Lärm, so wie ihn sich die Kinder wünschen. Da eine glückliche Gewinnerin an einer Losbude. Der Kleine möchte noch nicht nach Hause, es war doch gar zu schön. Hier die Süßigkeiten, gebrannte Mandeln, die so gern gegessen werden. Für die hungrigen Rostbratwürste. Für die Kinder nimmt das Fest jetzt ein Ende. Rektor Hartmann spricht nochmals zu ihnen und erinnert an die schönen Stunden, die sie verlebt haben. Und so vergeht auch dieser Tag und neigt sich seinem Ende entgegen.